Der Super Bowl ist wahrscheinlich das wichtigste Ereignis in der US-amerikanischen Sportwelt, zumindest was die Finanzen angeht. Allein das 2023er Finale der American Football Profi Liga zog 65.000 Zuschauer ins State Farm Stadium in Arizona. 65.000 Menschen sind verdammt viel auf einem Haufen, aber selbst diese Menge verblasst im Vergleich zu der erschreckenden Zahl von 107.000 Menschen, die im Jahr 2022 in den USA an einer Überdosis Drogen starben. Genug Menschen, um das Michigan Stadium, das größte Sportstadion in ganz Nordamerika, zu füllen. Und von diesen 107.000 Menschen haben 70.000 ihr Leben durch Fentanyl verloren, das derzeit die größte gesundheitliche Bedrohung für das ganze Land darstellt. Eine soziale und gesundheitliche Krise, die völlig außer Kontrolle geraten ist. 3. Mai 2023. Die Zahl der fentanylbedingten Todesfälle in den USA hat sich innerhalb von 5 Jahren mehr als verdreifacht. Nach Angaben des US-Zentrums für Seuchenkontrolle und Prävention CDC stieg die Zahl der Todesfälle durch eine Überdosis Fentanyl von 5,7 pro 100.000 Menschen im Jahr 2016 auf 21,6 pro 100.000 im Jahr 2021. 70.000 Todesfälle durch Fentanyl reichten aus, um das Thema in die Rede zur Lage der Nation von Präsident Biden einzuschleusen. Es war einer der wenigen Momente, in denen sowohl Demokraten als auch Republikaner den Präsidenten applaudierten. So let's launch a major surge to stop fentanyl production and the sale and trafficking with more drug detection machines, inspection cargo, stop pills and powder at the border. Und das hat Visualpolitik dazu veranlasst, ein paar Fragen zu stellen. Wie konnte der Fentanylkonsum so außer Kontrolle geraten? Wer produziert es und auf welche Weise? Wie verändert es die Muster des Drogenkonsums? Wie weit könnte eine Krise reichen, die von vielen bereits als stille Pandemie bezeichnet wird? Am Ende dieses Videos werdet ihr die Antworten auf all diese Fragen wissen. Und nebenbei, dies ist vielleicht eines der Videos, auf das wir lieber verzichtet hätten, aber gleichzeitig auch eines der wichtigsten. Denn wenn es etwas gibt, das klargestellt werden muss, dann ist es die Tatsache, dass wir es weder mit einer trivialen Angelegenheit noch mit etwas zu tun haben, das man kontrollieren kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass euch nach einigen Daten, die wir euch in diesem Video zeigen werden, die Spucke wegbleiben wird. Das heutige Video hat übrigens unser treuer Sponsor Surfshark möglich gemacht. Und deswegen müssen wir, das heißt meine Weihnachtskatze Angie und ich, euch unbedingt noch sein besonderes Weihnachtsangebot vorstellen. Denn solltet ihr noch kein VPN haben, ist dies nun die einmalige Gelegenheit, es so günstig wie noch nie zu bekommen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass viele Firmen wie Social Airlines ganz unterschiedliche Preise anbieten können, je nachdem von welchem Land aus man bestellt bzw. sein Ticket bucht? Aber zum Glück kann man solche Diskriminierungsversuche mit Hilfe eines VPNs überlisten und dann richtig Geld sparen. Surfshark VPN ist dabei ein wirklich empfehlenswertes und sicheres VPN, welches zum Beispiel keinerlei Verbindungsdaten mitlockt. Ein Virtual Private Network kurz VPN ist aber nicht nur zum Geldsparen geeignet, es kann einen auch vor so mancher größeren Gefahr schützen, die im Netz lauert. Natürlich muss man nach wie vor um sich walten lassen und wissen, was man tut. Aber es stellt hierfür ein Werkzeug mit gleich mehreren Vorteilen dar. Zum einen erschwert es in Kombination mit anderen Vorkehrungen, eure Aktionen im Netz nachzuverfolgen und abzuhören. Mit Hilfe verschiedener Sicherheitsfeatures könnt ihr so eure Anonymität im Netz erhöhen, zum Beispiel mit dem integrierten CleanWeb, das alle unerwünschten Cookies und Pop-ups blockt. Weiterer Vorteil eines VPN ist, dass ihr so tun könnt, als wäret ihr an einem anderen Ort. So könnt ihr zum Beispiel auf Websites und Internetdienste zugreifen, die in dem Land, in dem ihr gerade seid, nicht verfügbar wären, ob daheim oder auf Reisen. Damit schlagt ihr Zensur und Geoblocking ein Schnippchen. Netflix und andere Streamingdienste, die ihre Inhalte nur in den USA anbieten, von Europa aus nutzen oder deutsches Internetfernsehen im Ausland gucken, mit Surfshark kein Problem. Aber das ist noch lange nicht alles. Mit nur einem Surfshark-Konto könnt ihr wirklich alle eure Endgeräte im VPN registrieren. Handys, Notebooks oder sogar euren Smart-TV. So, und wenn ihr den Rabattcode politik.de angeht, bekommt ihr von Surfshark im Rahmen des Weihnachtsspecials auch noch zusätzliche 6 Monate gratis dazu. Den Link zu diesem Angebot findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Na Angie, was sagst du dazu? Also, nichts wie los, besorgt euch Surfshark und surft ab jetzt sicher und ohne diskriminiert zu werden im Internet. Also, lasst uns sofort loslegen. Wir wollen hier nicht allzu sehr ins Detail gehen, weil es sich offensichtlich nicht um unser Fachgebiet handelt. Aber wir können sagen, dass es bisher 3 Hauptklassen von Opiaten gibt. Opiumalkaloide wie Morphin und Codein, halbsynthetische Opioide wie Heroin und Oxycodon,
und vollsynthetische Opioide wie Petidin und Methadon. Und Fentanyl fällt als vollständig synthetisches Opioid in die letzte Kategorie. Aber wie fast alle Betäubungsmittel hat es einen viel edleren und nützlicheren Ursprung. Es wurde nämlich entwickelt, um als Schmerzmittel für Menschen mit Krebs oder anderen schweren schmerzhaften Krankheiten eingesetzt zu werden. Und das wird es derzeit auch. Es handelt sich um eine Substanz, die die Wirkung von Morphin im menschlichen Körper nachahmt, aber mit einem wichtigen Unterschied. Sie ist 50 bis 100 Mal stärker. Infolgedessen gibt es bis zu 50 abgeleitete Medikamente, die aus Fentanyl hergestellt werden können, was seine Verbreitung enorm vergrößert und komplex macht. Und vielleicht ist das der Grund, warum Ann Milgram, die Direktorin der obersten US-Antidrogenbehörde DEA, im November 2022 Fentanyl als das tödlichste Rauschgift aller Zeiten in den USA bezeichnete. Fentanyl ist die tödlichste pharmakologische Bedrohung, der unsere Nation je ausgesetzt war. Und nehmt euch in Acht, denn bis jetzt haben schon mehr als 287.000 Menschen ihr Leben durch diese Substanz verloren. Und täglich werden es immer mehr. Aber um die wirklichen Auswirkungen von Fentanyl zu verstehen und zu begreifen, wovon wir hier überhaupt sprechen, sollten wir ganz am Anfang beginnen. Ein makaberer Zufall. Fentanyl wurde erstmals 1960 von Paul Janssen, einem belgischen Chemiker, der für Janssen Pharmazeutika arbeitete, synthetisiert. In der Folgezeit wurde es als Schmerzmittel in vielen verschiedenen Formen vermarktet. Als Pflaster, Lutscher, Lutschtablette, Spray und als intravenöse Dosis. Behaltet dies im Hinterkopf, denn es handelt sich um ein durchaus wichtiges Detail. Und bereits in den 1990er Jahren entdeckte die DEA in Wichita, Kansas, einen der ersten Fälle von illegal hergestellten Fentanyl in den USA. Aber von da an war die Abwärtsspirale nicht mehr aufzuhalten. Zwischen den Jahren 2000 und 2005 haben die US-Behörden mehrere geheime Fentanyl-Labore im ganzen Land aufgespürt und ausgehoben, was deutlich zu machen schien, dass das Ausmaß der Fentanyl-Produktion exponentiell zunahm. Tatsächlich verdoppelte sich im selben Zeitraum auch die Zahl der Todesopfer. Zu dieser Zeit wurde Fentanyl auf der Straße mit Heroin gemischt. Und deshalb drängt sich die Frage auf, wer stellt es überhaupt her und wo wird es hergestellt? Zumindest nach Angaben der US-Regierung sind Mexikos größte Drogenhändlergruppen, die neue Generation von Sinaloa und Jalisco, die Hauptschuldigen. Wie Washington anprangert, beziehen diese Gruppen die für die Herstellung synthetischer Opioide benötigten Vorläuferchemikalien aus China, stellen die Substanz dann in geheimen Laboren in Mexiko her und schmuggeln sie schließlich in die USA. Und wie wir euch in diesem Video zeigen werden, handelt es sich dabei wahrscheinlich um das einfachste und beste Business, das sie machen können. Die USA beschuldigen aber auch China, die Augen zu verschließen. Einigen Analysten zufolge könnte Peking mit dieser Situation sogar zufrieden sein. Die Pseudokommunisten könnten die Drogenepidemie zu einem ihrer Verhandlungsmittel machen. Ihr seht also, dass das Ganze durchaus auch eine geopolitische Dimension hat. Aber haltet euch fest, denn das ist noch nicht einmal das ganze Ausmaß des Problems. Als ob das alles noch nicht genug wäre, begannen Pharmaunternehmen zu Beginn dieses Jahrhunderts, die Verschreibung von Fentanyl und anderen Opioiden mit massiven Marketingkampagnen zu fördern. Diese Kampagnen zielten vor allem auf einkommensschwache Schichten ab. Und die Wahrheit ist, dass es in dieser Angelegenheit im Allgemeinen nicht viel Kontrolle gab, obwohl diese Substanz furchtbar süchtig machte und noch immer macht. 21. Oktober 2020. Purdue Pharma bekennt sich zu Strafanzeigen wegen Opioidverkäufen. Das Justizministerium kündigte einen Vergleich in Höhe von 8 Milliarden Dollar mit dem Unternehmen an. Mit anderen Worten, im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts wurde ein hochgradig explosiver Cocktail gemischt. Zum einen der Missbrauch von ärztlich verschriebenen therapeutischen Opioiden. Zum anderen der zunehmende Konsum von Fentanyl, das auf dem illegalen Markt mit anderen Betäubungsmitteln gemischt wird. Und auf diese Weise schoss der Konsum einfach in die Höhe. Es begann ein Albtraum, der den Krieg gegen Drogen im Grunde zu einem Witz gemacht hat. Ganz genau, so etwas haben wir noch nie erlebt. Aber warum ist Fentanyl eigentlich plötzlich so beliebt? Warum wird es konsumiert, wenn man weiß, dass es so viele Risiken birgt? Und wer ist davon am meisten betroffen? Genau das werden wir jetzt unter die Lupe nehmen. Ein tödliches Schnäppchen.
Meine lieben Zuschauer, die Drogenkrise ist so groß, dass sie seit 5 Jahren der Hauptfaktor ist, der die durchschnittliche Lebenserwartung in den USA sinken lässt. Ganz genau, ihr habt richtig gehört. Die folgende Nachricht ist aus dem Jahr 2017. 22. Dezember 2017. Die durchschnittliche Lebenserwartung in den USA sinkt in der Opioidkrise. Und seitdem ist es natürlich noch schlimmer geworden. Viel schlimmer. Zu Fentanyl kam noch die Corona-Pandemie und die Lockdowns hinzu. Und das Ergebnis? Nun werft mal einen Blick auf diese Grafik. Wie ihr dem Diagramm leicht entnehmen könnt, ist die Lebenserwartung in allen Ländern während der Corona-Zeit gesunken. Aber die USA sind das einzige Land, in dem die Lebenserwartung während der Pandemie gesunken ist und 2021 erneut. Und genau das ist die Folge von Fentanyl. Offiziellen Daten zufolge steigt die Zahl der Opfer von Überdosierungen in den USA seit mehr als 20 Jahren an. Aber Fentanyl hat einen echten Wendepunkt dargestellt. Die Tatsache, dass fast 70% aller Todesfälle auf Fentanyl zurückzuführen ist, macht deutlich, wie dieses Rauschgift alles verändert hat. Es ist zu einem echten Tsunami geworden, vor allem für jüngere Menschen. Wollt ihr eine erschütternde Tatsache hören? Fentanyl ist für 80% aller Todesfälle in der Altersgruppe zwischen 15 und 24 Jahren verantwortlich. Diese Substanz ist die häufigste Todesursache bei jungen Amerikanern. Und auch für die, die nicht mehr so jung sind, ist eine Überdosis bereits die häufigste Todesursache für Amerikaner unter 45 Jahren. Schaut es euch an! Und wohlgemerkt, all das, ohne dass der Konsum dieser Droge so weit verbreitet ist, wie wir vielleicht erwarten würden. Denn Fentanyl ist glücklicherweise immer noch kein gängiges Rauschgift. Aber das Problem ist, dass seine Opferzahlen nicht mit denen anderer Substanzen vergleichbar sind. Laut dem US-amerikanischen National Forensic Laboratory Information System wird es zum Beispiel in Berichten über Rauschgifttests nur in etwas mehr als 13% der positiven Fälle nachgewiesen. Und das, obwohl es für 70% der Todesfälle verantwortlich ist. Könnt ihr euch also vorstellen, was passiert, würde, wenn sein Gebrauch noch weiter ansteigen würde, dann würde es sich um eine Katastrophe wahrlich epischen Ausmaßes handeln. Fentanyl hat bereits jetzt 5-mal so viele Amerikaner getötet wie der gesamte Vietnamkrieg. Und es wird immer schlimmer. Aber an dieser Stelle fragt ihr euch sicher, wie sich diese Substanz in den USA überhaupt so stark ausbreiten und einen solchen Tsunami auslösen konnte. Nun, das liegt vor allem an 3 Faktoren. Erstens, weil diese Substanz so stark ist, dass kriminelle Gruppen mit 1 Kilogramm davon etwa 1 Million gefälschte Pillen herstellen können. Und diese können sie dann als eine Art von halluzinogener Substanz mit einem etwas besseren Ruf verkaufen. Die Zunahme des Fentanylkonsums spiegelt die Potenz dieser Substanz und ihre niedrigen Produktionskosten wider. Händler haben starke Anreize, Fentanyl mit Heroin und anderen Straßendrogen zu mischen. Die Herstellung von Fentanyl in präzisen Dosen erfordert außerdem spezielle Ausrüstung und Fachkenntnisse. Und das ist keine Überraschung. Es bringt uns nämlich direkt zum 2. Faktor. Während für eine tödliche Dosis anderer Substanzen mehr als 20 Milligramm des Produkts erforderlich sein können, liegt die tödliche Dosis bei Fentanyl bei nur 2 oder 3 Milligramm. Und das sind 1 oder 2 gefälschte Pillen. Aber zu allem Überfluss, und das ist der 3. Grund, der diese enorme Krise ausgelöst hat, ist Fentanyl auch noch unglaublich billig. Seht euch zum Beispiel die Preise an, die eine gemeinsame Studie mehrerer Universitäten im Jahr 2020 ergründet hat. Wie ihr an der starken Verteilung an Kleinverbraucher sehen könnt, handelt es sich, wenn wir berücksichtigen, dass für die enorme Potenz des Produkts weniger Menge benötigt wird, relativ gesehen um eine sehr billige Substanz. Und das macht sie so furchtbar. Die Kosten für eine tödliche Menge Fentanyl liegen bei weniger als 2 Cent im Vergleich zu mehr als $7 für andere gefährliche Substanzen. Und der Punkt ist, dass diese 3 Gründe erklären, warum Fentanyl so verheerende Auswirkungen hat und warum vor allem auch junge Menschen davon betroffen sind. Um es noch einmal zusammenzufassen. Erstens ist Fentanyl allgegenwärtig. Zweitens macht es sehr stark süchtig und die tödliche Dosis ist erschreckend niedrig. Und drittens ist es sehr billig. Und all das macht sie besonders gefährlich. So sehr, dass viele Experten bereits von einer stillen Pandemie sprechen. Einer Pandemie, die sich sogar über die USA hinaus ausbreiten und exponentiell eskalieren könnte. Genau aus diesem Grund hat die DEA Fentanyl zu ihrem Ziel Nummer 1 gemacht. Aber es ist noch nicht einmal klar, wie man des Problems habhaft werden könnte. Kriminelle Kartelle in Mexiko und China handeln weiterhin ungestraft. Wir brauchen größere Durchsetzungsbefugnisse und mehr Rechenschaftspflicht seitens unserer eigenen Regierung. Aber weißt du was? Dieser Prozess der internationalen Expansion des Fentanyls hat vielleicht sogar schon begonnen.
Eine stille Pandemie, die kurz vor dem Ausbruch steht. Lasst uns mal über einen Aspekt nachdenken. Wenn es sich um ein Rauschgift handelt, das so billig und leicht zu transportieren ist, warum sollte es dann nur auf die USA beschränkt bleiben? In der Tat könnten wir es bald mit einem wahren Makro-Tsunami zu tun haben, der auch den Rest der Welt erfasst, besonders die ärmsten Regionen. Und wisst ihr was? Im Moment sieht es so aus, als könnte diese Welle bereits Lateinamerika erreicht haben. In Mexiko zum Beispiel hat Präsident AMLO seit Anfang des Jahres gesagt, dass diese Substanz nicht in Mexiko hergestellt wird, sondern dass dieses Land nur als Transitland diene. Jetzt aber musste er zugeben, dass es auch in Mexiko Fentanyl-Labore gibt. Labore, die natürlich nicht nur für die USA produzieren. Aber Mexiko ist bei weitem nicht das einzige Land, das Alarm geschlagen hat. 2. Juni 2023. So wird Fentanyl in Bogota verkauft. Es wird mit Medikamenten für Pferde kombiniert. Wohlgemerkt, wir reden hier bisher nur über Lateinamerika. Wir müssen Fentanyl aus Europa heraushalten, fordert der Justizminister. Er bezieht sich dabei natürlich auf Fentanyl, das auf dem Schwarzmarkt gehandelt wird. In Europa ist die Lage durchaus noch unter Kontrolle. Die Zahl der Opfer einer tödlichen Überdosis liegt in der Europäischen Union bei gerade mal 6% der in den USA registrierten Fälle. Aber es gibt bereits einige beunruhigende Nachrichten. Sowohl Schweden als auch Finnland meldeten in den letzten Jahren einen lokalen Anstieg des Fentanylkonsums und der fentanylbedingten Todesfälle. In Deutschland wurde ein besorgniserregend hoher Fentanylkonsum unter Opioidkonsumenten festgestellt, der sich in einer hohen Zahl von fentanylbedingten Todesfällen widerspiegelt. Könnte die Situation also auch in Europa außer Kontrolle geraten, so wie es in den USA passiert ist? Nun, die Wahrheit ist, dass es sich um ein Thema handelt, das allmählich große Besorgnis erregt. Schließlich ist diese Substanz extrem schwer fassbar. Für die Strafverfolgungsbehörden ist es schwierig, Fentanyl aufzuspüren, da es aufgrund seiner hohen Potenz nur in kleinen Mengen gehandelt wird und meist mit anderen Drogen vermischt oder unter dem Namen einer anderen Droge verkauft wird. Mit anderen Worten, es ist leicht zu transportieren, sehr schwer zu entdecken und die Verbraucher müssen sich nicht einmal bewusst sein, dass sie es konsumieren. Wisst ihr noch, was wir vorhin über die enorme Vielfalt an Formen gesagt haben, die Fentanyl annehmen kann? Nun, genau darum geht es. Man kann es so gut wie keine andere Substanz tarnen. Auf diese Weise können kriminelle Gruppen mit kleinen Mengen, die sich leicht in den Taschen oder Rucksäcken der Menschen verstecken lassen, riesige Gewinne erzielen. Es handelt sich um einen wahren Albtraum. Und die Frage lautet, wie wird dieser makabre Tsunami auf den Rest der Welt übergreifen? Wie kann er aufgehalten werden? Werden die USA bald in der Lage sein, diese epochale Gesundheitskrise zu überwinden? Hinterlasst uns eure Gedanken in den Kommentaren und seid euch der enormen Gefahr bewusst, die von diesem Thema ausgeht. Ich hoffe, dass euch dieses Video trotzdem gefallen hat und ihr vielleicht etwas dabei gelernt habt. Falls ja, gebt ihm bitte ein Like und teilt es auch mit euren Freunden. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, mit uns helft, dieses Projekt weiterzuführen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Macht's gut und bis bald.